10 Serienstars müssen Köln 50667 verlassen. Doch was ist jetzt ihr Plan? Wohl um die miesen Quoten zu retten, wird die Vorabendsoap general überholt. Mit vielen neuen Gesichtern, Schauplätzen und Storylines. Dafür müssen zahlreiche langjährige Darsteller Platz machen. Doch wie geht es für sie weiter? Im Promi-Flash-Interview verrät Pia Tillmann, ob sie nach Köln 50667 wieder ins TV will oder sich vielleicht ihrer Influencer-Karriere widmen. Ich möchte definitiv im Medienbereich bleiben, weil es mir unglaublich viel Spaß bereitet und ich diesen Job liebe. Ich bin auch kein Mensch, der ausschließlich Social Media machen möchte. Die ehemalige Maike-Darstellerin hat bereits ihre Eisen im Feuer und kann versprechen, dass es bald für sie weitergeht. Und wie sieht es bei Kollegin Diana Schneider aus? Ich werde weiterhin als selbstständige Sängerin arbeiten. Das hat sich neben den Drehs und auch während meiner Auszeit hauptberuflich getan. Zudem hätte ich auf jeden Fall weiterhin Lust, bei der Schauspielerei zu bleiben. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, im Bereich der Moderation tätig zu werden. Ähnlich klingt der Plan von Sophie Immelmann. Ich möchte die Menschen auf meinen Social-Media-Kanälen wieder mehr an meinem Privatleben teilhaben lassen und bin gespannt, wie es ankommen wird. Das Schauspiel wird trotz allem immer meine größte Leidenschaft sein. Ich möchte weiterhin im TV arbeiten und möchte mich in Zukunft auch in Richtung Moderation weiterentwickeln. Mal sehen, wo die ehemaligen Köln 50667-Stars am Ende landen.